Grüß euch, ich bin die Christa. Ich bin der Thomas vom Seierhof. Wir haben einen Seminarhof in Gutta. Da kann man sich zum Beispiel als Firma bei uns einmieten. Ich verkoche unsere eigenen Produkte für unsere Seminare und Geburtstagsfeiern. Wir haben schon immer die Philosophie gehabt, einfach, dass Leute einfach zu uns am Bauernhof kommen. Wir wollten einfach die eigenen Lebensmittel verkochen, weil uns das einfach wichtig ist. Ich habe zum Teil einfach schon von meiner Großmutter, von meiner Mutter das schon ein bisschen vererbt gekriegt. Ja, einfach, wenn man es mit Liebe macht, einfach einmal was anbaut. Es gibt so viele verschiedene Sachen und einfach einmal was Zeit hat zum Wachsen lassen. Man kann es jederzeit ernten und es gibt die Vielfalt heutzutage. Einfach wirklich einfach Zeit haben zum Gedeihen lassen. Ich komme zwar vom Bauernhof, habe aber eigentlich ganz was anderes gemacht. Ich habe ein Hotel gemacht und habe dann studieren angefangen. Bin da zu meiner Frau gekommen, die was eigentlich auch schon immer sehr viel nebenbei gemacht hat, Kurse, hat Veranstaltungen abgehalten, hat bei der Sozialversicherung und so Kindererholungskurse geleitet. Und da war das uns irgendwie in die Wiege gegeben. Das sind dann ein paar private Geschichten auch dazu gekommen, dass sich das dann so entwickelt hat, dass wir eigentlich dorthin gekommen sind, sage ich mal jetzt, was die Küche betrifft, für gesunde Ernährung. Wir bewirtschaften den Bauernhof biologisch und das war ja so ein Entwicklungsschritt, das hat sich wirklich so ergeben und der war nicht immer geplant, so bis ins Detail bei uns. Kochen tue ich ganz verschieden, ganz viel mit Gemüse, auch kleine Vorspeisen mit einem Gemüse oder eben Suppen. Traditionelle, alte Mühlviertler Küche mache ich einfach wirklich recht gern. Jetzt hat sich einfach auch der Schwänzbraten, weiß nicht warum, wirklich durchgesetzt. Weil einfach mit einer kleinen Familie, in einer kleinen Familie nicht mehr so viel gekocht wird. Aber ich koche natürlich auch gern Rindsrouladen, Rindsbraten oder verschiedene einfach gute, alte, traditionelle Mehlspeisen. Also wir haben eigentlich nur so einen traditionellen, eher alte Bewirtschaftungsweise oder frühere, die was eigentlich nicht mehr so betrieben wird. Wir haben eigentlich nur 20 Milchkühe, was für heutige, sage ich mal, Hauptbetriebszweig eher wenige sind. 20 Milchkühe haben dann noch sehr viele andere Kleintiere dazu, was meine Frau halt eine große Freude macht. Also das braucht sie unbedingt dazu. Ob das jetzt Hühner sind, Ziegen sind, Schweine, was wir derzeit leider gerade nicht haben. Also alles mögliche Getier, was es so gibt ja, bei unserem Bauernhof. Also ziemlich vielfältig. Wir sind auch versuchen auch sehr viel Eigenversorgung zu machen. Sucht sie oft sehr schön an, wenn man von außen das sieht. Wenn man es praktiziert, sage ich mal, ist es eigentlich eine harte Arbeit. Ja. Was ich schätze, ist einfach wirklich, dass man daheim ist bei den Kindern, dass man einfach Zeit hat. Ich muss mich nicht ständig spielen mit einer, aber sie können jederzeit zu mir kommen. Und ich kann meine Lebensmittel, ich weiß, was ich einer gebe zum Essen. Und ich glaube, das werden sie auch mal weiter tragen.